Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Vor uns liegt die letzte Mission der Eiswelt, Walrennen 64. Na, da können wir ja mal gespannt sein. Oh, ich sehe noch einen Teil deines Schutzmantels, es ist dein Kopf. Die Pinguine haben daraus einen Pokal gemacht, du solltest also besser gewinnen. Oder wir töten einfach alle Pinguine und nehmen uns den Pokal von ihnen. Ist das nicht eine gute Idee? Nein? Na gut, dann nicht. Willkommen bei Walrennen 64. Drei Walrösser rennen über drei Runden um die Wette. Ui, was für ein unglaublich neues Prinzip. Und was für ein toller Pokal. Oh, wie er glänzt. Wir brauchen nur noch einen dritten Teilnehmer. Wer soll nur dieser dritte Teilnehmer sein? Schwierig, schwierig. Ja, hier haben wir schon praktischerweise zwei andere Walrösser an der Startlinie platziert. Also hauen wir uns einfach mal dazu und warten, dass das Rennen anfängt. Ja, das war einfach. Man kann übrigens auch einen Fehlstart hinlegen. Wenn man zu schnell losfährt, dann macht man einen Fehlstart und man muss sich halt nochmal an die Startlinie stellen. Ja, wir haben hier im Prinzip wieder das gleiche wie beim Rennen gegen den Raketen und in einem der früheren Level. Bis auf den kleinen Unterschied, dass wir hier auch Booster auf dem Feld haben, das Ganze im Wasser stattfindet und diese verdammten Bojen uns ausbremsen, wenn wir dagegen fahren. Ja, wir können unsere Gegner hier mal wieder nicht erledigen innerhalb dieses Rennens. Wir können zwar unsere Raketen abschießen, das macht den beiden Kollegen hier aber überhaupt nichts. Und irgendwie haben die da vorne ein Bild von uns an der Wand auf der Rennstrecke. Interessant. Naja gut, fast alle von diesen Walrössen sehen ja sowieso gleich aus, bis auf unsere beiden Gegner hier. Die sind irgendwie sehr einmalig in diesem Spiel. Ja, auch die Pinguine, die uns hier zugucken, sehen irgendwie komplett anders aus. 32 Sekunden schon unterwegs. Mist, an der Wand festgehangen. Ja, es ist eigentlich relativ schwierig, dieses Rennen zu gewinnen, muss ich sagen. Ich hatte da bei den ersten Malen, die ich diese Rennen gemacht habe, verdammte Probleme mit. Ich habe da heute noch Probleme mit, wenn ich da drin nicht sonderlich geübt bin. Ich habe noch nicht sonderlich viel dieses Rennen geübt. Aber hoffen wir mal, dass ich die Booster gegen Ende ordentlich... Ah, nicht schon wieder diese Boje! Gegen Ende ordentlich erwische. Im Regelfall kann man dieses Rennen einfach nur dadurch gewinnen, dass man in der letzten Runde die Booster ordentlich kriegt an den richtigen Stellen. Und ja, dann einfach mehr oder weniger im letzten Moment dieses verdammte orangene Walross überholt, das immer verdammt schnell ist. Wir haben natürlich auch unseren üblichen Booster, nur leider sehen wir unten links unsere Boost-Anzeige nicht. Wir sehen also nicht, wann unsere Boost-Anzeige leer ist und wann nicht. Wir müssen also einfach selbst ungefähr abschätzen und haushalten mit unserem Boost. Letzte Runde, okay, und dieses verdammte Vieh ist immer noch vor uns. Beziehungsweise schon wieder vor uns. Komm schon, Walross. Leg dich ein bisschen in die Kurven. Man kann hier ziemlich enge Kurven nehmen, wenn man genau weiß, wie. Ach, Mist. Leider bin ich da, wie man sieht, nicht sonderlich geübt drin und hau mich meistens mehr in die Wände. Jawohl, wir haben diese verdammte eine Boje nicht erwischt. Ach, dafür wurden wir jetzt hier durch den viel zu guten Sprung ausgebremst. Das ist auch immer wunderbar, wenn sowas passiert. Ich hab schon den Booster lassen und einfach, wir sind im Moment Erster. Es sieht gut aus. Ich habe ihn im Moment nirgendwo in Sichtweite, aber es gibt auch leider keine Rennkarte in diesem Spiel. Komm schon. Nimm den Booster mit. Jawoll. Ah, sehr schön. Und nicht gehen die... Ja, komm, ziel. Ja! Jawoll, du bist der Sieger. Klasse. Hier ist dein Pokal beim ersten Versuch. Ich glaub's ja gar nicht. Puh, normalerweise brauche ich mindestens 4-5 Anläufe für dieses verdammte Rennen. Und wir haben es direkt beim ersten geschafft. Deine Zeit, 1:41. Puh, hier ist deine Bestzeit. Ja, und da sind auch schon die anderen beiden. Der Teleporter ist aktiv. Und wir haben unser zweites Rüstungsteil eingesammelt. Unseren Kopf, der scheinbar wunderschön glänzt. Da haben die Pinguine den für uns poliert. Wenn ihr euch die Pinguine hier anguckt, die Pinguine in diesem Level sind irgendwie einfach nur springende Dreiecke mit Nasen. ja, es sind irgendwie sehr, sehr billige Pinguine. Ich schätze mal, die sind extra so gemacht, damit nicht zu viele Polygone auf dem Screen sind. Ne? Diese komischen hüpfenden Dreiecke, da müssen ja im Prinzip, ja... kaum geladen werden, wenn man das so ausdrücken will. Im Gegensatz zu den richtigen Pinguinen, die aus deutlich mehr bestehen als nur ein paar Dreiecken. Ja, wunderschön. Damit haben wir also Walrennen 64 schon abgeschlossen. Ich habe eigentlich, wie gesagt, erwartet, dass wir deutlich länger für dieses Level brauchen werden, mehrere Anläufe. Aber, da wir das jetzt so schnell geschafft haben, ja, dann Party. Bam! Idiot. Können wir jetzt auch noch direkt Dschungelfieber dranhängen? Das nächste Level, im Dschungel halt. Ja. Der Lüftungsschacht des Maschinenraums ist blockiert. Die Hitze macht die Tiere verrückt. Sieh mal, ich hätte Lust, schwimmen zu gehen. Mach, dass du auf den Weg zum Ausgang die Piranhas loswirst. Schalte die Luftpumpe wieder ein und mach diese frechen Fische fertig. Ha, freche Fische fertig. Ha, Fischers Fritz fischt frische Fische. Ha, ha. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Wie kam ich überhaupt jetzt gerade darauf? Ach ja, freche Fische.
Ja, wir sind ein interessanter Schildkrötenpanzer. Dieses Tierviech ist so witzig. Kennt ihr schon Tieche? Eine Mischung aus Tieren und Viechern. Ja, Typ Schildkrötenpanzer. Uhu, Umgebung, Dschungel, Fähigkeit A, Kugeln, Fähigkeit B, Verstecken. Wasserresistenz, okay. Masse leicht, Panzerung robust, Stärke stark. Zugkraft Durchschnitt, Fallhöhe mittel, Produktion kurz. Antrieb Diesel, Intelligenz hoch. Ja, der Ego-Shooter-Panzer. Mit diesem Ding kann man wirklich witzige Sachen machen. Denn erstmal hat er ein Schild, mit dem er sich mehr oder weniger komplett unbesiegbar machen kann. Er kann nach oben zielen, um weiter zu schießen. Er schießt nämlich Kugelprojektile vor sich und er kann tatsächlich in so eine Art Third-Person-Shooter-Perspektive gehen, mit der wir dann tatsächlich so vor uns mit Fadenkreuz zielen können. Leider braucht man den Schildkrötenpanzer viel zu wenig in diesem Spiel. Es ist nämlich eigentlich wirklich witzig, den zu benutzen. So, wo haben wir denn unsere ersten Opfer? Man sieht, wir können auch innerhalb dieses Modus in unseren Panzer zurückgehen. Also wir haben eigentlich keinen Grund, uns in der normalen Sicht zu bewegen, während wir im Panzer sind. Man hat nämlich eigentlich eine ganz gute Sicht um die Bäume und sowas rum, während man in diesem Modus ist. Außer man, ja, muss mehr oder weniger um eine Ecke rumgucken, ohne dass man rumfahren kann. Irgendwo hier vorne sollten jetzt auch schon unsere ersten Gegner sein. Und wir sind auch in der Lage, Lautsprecher wegzusnipen mit diesem Panzer. Aber erstmal müssen wir diesen Elefanten da vorne loswerden. Praktischerweise können wir uns in unserem Panzer verstecken, um diesen Wasserstrahl von ihm auszuweichen. Leider können diese Elefanten unglaublich lange angreifen. Wir müssen uns also eine ganze Weile verstecken. Jedes Mal, verdammt, jetzt sind wir von zwei Elefanten angegriffen. Davon ist noch einer. Bam, wir können uns also jedes Mal verstecken, bis unsere Schüsse wieder aufgeladen sind. Gehen raus, ballern sie ab, gehen wieder in unseren Panzer und können dann weiterschießen. Ah, ich liebe diesen Panzer hier einfach, den Schildkrötenpanzer. Haha, Elefant, du hast keine Chance. Aber es ist sehr interessant, wie dieser Elefant irgendwie rückwärts slidet, während er das Wasser schießt. Bam, beide erledigt. Jawohl. Dann können wir mal einen davon für die Bios übernehmen. Aber erstmal schnappen wir uns hier vorne die Energie, wo wir gerade noch in der... Danke, Lage sind, das Ding einfach so abzuschießen. Wunderbar, die Energie. Naja, vielleicht holen wir sie uns später, wenn wir sie wirklich brauchen. Oder wir nehmen uns einfach irgendwo anders Energie her. Mal gucken, sind hier noch irgendwo irgendwelche violetten Energiezellen? Nein, nicht? Gut. Dann nicht. Dann schnappen wir uns jetzt mal einen der Elefanten da vorne. Aber erstmal gucken wir, glaube ich, auf die andere Seite der Bäume da vorne. Nicht, dass hier noch irgendwo sonst Elefanten oder ähnliche Gegner lauern und uns erledigen wollen. Mir habe ich so das Gefühl, wir wanken schon ein kleines bisschen, obwohl wir noch gar nicht so viel Energie verloren haben. Aber ich glaube, das ist einfach nur durch die Perspektive, in der man normalerweise nicht sieht, dass die Tiere so ein bisschen vibrieren. So, Elefant. Rob. Mein Gott, man muss aber ziemlich nah ranfahren, um in so einen Elefanten reinzukommen. Typ, Elefant, Umgebung, Dschungel, Fähigkeit, Water Spray, das hat mich jetzt verwirrt. Fähigkeit B, nehmen und werfen, Wasserresistenz okay, Masse groß, Panzerung robust, Stärke stark, Zugkraft gut, Fallhöhe mittel, Produktion sehr lang, Antrieb Diesel, Intelligenz hoch. Ja, Water Spray, da hat offensichtlich mal wieder jemand vergessen zu übersetzen. Ja, zum Glück haben wir die Nehmen- und Werfenfähigkeit, sonst würden wir nämlich hier vorne mit dem Elefanten gar nicht weiterkommen. Wir können uns jetzt mit dem Elefanten hier vorne diese lustigen Felsen schnappen, bis auf den letzten hier. Der ist zu groß, um einfach genommen zu werden. Den müssen wir daraus rollen, wenn wir ihn daraus haben wollen. Ja, und diese Felsen müssen wir auch mit uns mittransportieren, denn die brauchen wir gleich noch. Also cooler, cooler, cooler. Die müssen hier vorne... Wow, wir haben irgendwie hier vorne scheinbar Energie befreit mit einem der Felsen, die wir geworfen haben, ohne dass wir es richtig gemerkt haben. Die müssen wir nämlich hier vorne runterwerfen. Ja, ne? Dann... Ah, wir haben da unten schon gehört. Ding. Wir nehmen uns auch die Energie und schubsen den zweiten Felsen runter. Der eine Felsen ist da unten in ein Loch gefallen. Wir haben da vorne übrigens schon einen neuen... verdammt. Gegner gesehen gerade kurzzeitig. Ja, man sollte den Felsen nicht aus Versehen mit der Nehmen- und Werfenfähigkeit... komm schon! Wegschleudern, wenn man es nicht will. Leider fliegen die Dinger manchmal... Jawohl, manchmal viel zu weit mit der Nehmen- und Werfenfähigkeit, denn die ist ziemlich heftig. So, dann rollen wir mal einen der Felsen hier vorne in die Mitte und tada, schon haben wir es geschafft. Wir haben drei Felsen zusammengerollt und das macht, na was auch sonst. Ja, komm, pling, aktiviert uns die Trophäe dieses Levels. Ein goldener Unkrautstrauch, das sind einfach nur drei Blätter. Wow, ich wollte schon immer Unkraut als Trophäe haben, wer nicht? Ja. Ne, aber erstmal können wir da unten jetzt, uns um diese lustigen Viecher kümmern. Die sind wirklich sehr lustig, diese Viecher da unten. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Lala, aber ich glaube, es ist intelligenter, wenn wir das mit unserem Panzer machen. Denn ich glaube, unser Elefant ist relativ schwach gegen diese Gegner, die wir da unten sehen. Ja, komm, Panzer, ich brauche dich. Rup, ja.
So, tuckern wir damit mal runter. Wir werden gleich sehen, warum die Elefanten so wehrlos gegen die zwei Typen da unten wären. Ja, aber erstmal können wir noch hier vorne langfahren. Hier, das kennen wir ja noch gar nicht. Da haben wir sehr merkwürdige Rohre, die da in den Boden ragen. Was wir damit wohl machen müssen. Da vorne haben wir irgendwie einen heißen Boden und da vorne einen Schalter, auf den wir hinspringen müssen. Leider können die Elefanten und der Panzer nicht springen. Werden wir uns also wohl diese Gegner hier unten holen müssen. Die sehen doch so aus, als ob sie mit ihren vier Beinchen springen könnten. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerettet. Die haben sich hinter dem Hügel versteckt. Und jetzt sehen wir auch, was an denen so gefährlich ist. Sie lachen! Ja, das ist in der Tat gefährlich. Denn wenn wir auch anfangen zu lachen, nehmen wir dadurch Schaden. Und der Panzer kann sich davor verstecken. Der Elefant nicht. Der Elefant ist den beiden schutzlos ausgeliefert. So, und mit dem Panzer kann man sie auch sehr schnell töten. Im Gegensatz zum Elefanten, der braucht dafür ewig. Ja, diese lustigen Gegner sind Typ Hyäne. Umgebung Dschungel. Fähigkeit A, springen. Fähigkeit B, Lachsack. Wasserresistenz okay, Masse mittel, Panzerung leicht, Stärke mittel, Zugkraft Durchschnitt, Fallhöhe mittel, Produktion mittel, Antrieb elektrisch, Intelligenz hoch. Sie sollen hochintelligent sein, ich weiß ja nicht. Ja, unsere Fähigkeit ist jetzt tatsächlich zu lachen und das sind Piranhas. Guckt's euch an. Ja, wir gehen in die Nähe von Piranhas und lachen sie zu Tode. Und ehrlich, lachende Piranhas. Sachen gibt's. Ja, in der Zeit, in der unser Lachsack wieder auflädt, können wir uns mal eben hier vorne die violetten Energiezellen schnappen, die wir hier gerade eben schon gesehen haben. Pling, pling. Wunderschön. Wir sehen auch, wir können sehr hoch springen sogar. Wir können damit also locker den Schalter aktivieren und uns hier vorne noch ein paar mehr violette Energiezellen holen. So, Kamera einmal ausrichten und. Wupp. Jawohl. Super. Und uns hier vorne noch die violette Energiezelle holen. Ja, jetzt haben wir eigentlich genug Energie, um die Piranhas zu Tode zu lachen. Kommt, liebe Piranhas. Ja, wir sollten uns natürlich nicht tot fressen lassen. Und mein Gott, was für eine Lache. Ehrlich, wie die die aufgenommen haben, will ich gar nicht erst wissen. Ja, so langsam, ja, man sieht, glaube ich, schon die ersten zittern. Es ist übrigens deutlich effektiver, einfach nur immer so ein kleines bisschen langsam und etappenweise zu lachen. Das macht deutlich mehr Schaden und hält ewig. Die Gegner können unmöglich, jawohl, hurra, die Piranhas sind alle tot. Irgendwie haben wir gerade mit dem Einschuss alle Piranhas getötet. Wuhu, das war ein sehr gezielter Schuss. Ja, irgendwie kann man mit dem Lachsack die Gegner permanent im sozusagen Lock halten. Ja, Typ Piranha, Umgebung Dschungel, Fähigkeit A, springen, Fähigkeit B, Biss, Wasserresistenz exzellent, Masse winzig, Panzerung leicht, Stärke mittel, Zugkraft sehr dumm, Fallhöhe mittel, Produktion sehr kurz, Antrieb Fusion, Intelligenz gering, wie man gesehen hat, dadurch, dass sie durch Lachen gestorben sind. Ja, das ist ein sehr unmotivierter Piranha, das sieht man schon an seinen halb zuen Augen. Und mit dem können wir jetzt erstmal hier unten reinschwimmen und diesen schönen Schalter aktivieren, denn wir brauchen diesen Schalter. Ach komm schon, verdammter Piranha, jawohl. Wir fressen den Schalter nebenbei auch auf. Um da vorne das andere Tor zu öffnen, das uns, ja, zum Ziel bringt. Das bringt uns noch nicht so viel, aber so ist zumindest schon mal dieser Schalter aktiv. Und die Piranhas tot. Das ist immer schon mal vorteilhaft, die Piranhas tot zu haben. So, hinter dem Wasserfall irgendwas? Nein. Es ist unglaublich, aber hier haben wir tatsächlich einen Wasserfall in einem Spiel, hinter dem kein Geheimnis versteckt ist. Hier drin haben wir allerdings noch eine violette Energiezelle, die wir uns mal eben schnappen können, bevor wir wieder rausfliegen. Ja, fliegen vor allen Dingen. Ein fliegender Fisch. Und da drin haben wir schon gesehen, ist das Ziel, zu dem wir im Moment noch nicht hin können, denn wir haben weder die Trophäe eingesammelt, noch alle violetten Energiezellen, noch haben wir alle Ziele dieses Levels erreicht. Ja, und solange wir nicht alle Ziele des Levels erreicht haben, können wir da sowieso nicht rein. Yo! Dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal mit der Hyäne ein bisschen weiter. Die ist ja hier so ziemlich am schnellsten unterwegs von allen Tieren, besonders mit der Sprungfähigkeit. Und suchen erstmal nach den restlichen violetten Energiezellen. Wo wir weiter müssen im Spiel, ist ja recht offensichtlich. Wir müssen auch hier immer noch diesen Schalter aktivieren. Wir können übrigens auch natürlich mit anderen Tieren in diese lustige Third-Person-Perspektive gehen, wo wir direkt hinter uns nach vorne gucken. Aber wir haben leider kein Fadenkreuz, wenn wir das mit der Hyäne machen. In der Tat ist es allerdings deutlich sinnvoller, sich so zu bewegen hier in diesem Level da vorne, weil da sind so viele enge Stellen, dass die Kamera da nicht sonderlich gut mit klarkommt. Tja, da haben wir einen merkwürdigen Metallklotz im Boden eingelassen. Ob wir mit dem wohl noch irgendwas machen können? Fragezeichen. Sehr, sehr fragwürdig. Ja, natürlich können wir damit noch was machen. Aber erstmal können wir hier vorne vor allen Dingen hochspringen, um noch eine violette Energiezelle einzusammeln, die extrem gemein versteckt ist, weil man nicht weiß, dass sie da vorne ist. Ja, hier sind viele Stellen, an die man mit der Hyäne hochspringen kann, die man sonst einfach mit der Kamera nicht sieht. Und pling, Aufgabe erfüllt. Du hast die Luftpumpe aktiviert. Und der Teleporter ist aktiv. Wir können das Level also schon verlassen. Aber soll diese Säule da vorne wirklich für absolut nichts gut sein? Natürlich ist da oben die Trophäe versteckt. Das haben wir schon gesehen. Aber hier vorne gibt es noch ein anderes Geheimnis, das auch sehr leicht zu übersehen ist.
Dafür müssen wir nämlich auf einen der Elefanten springen. Die geben ja mega tolle Plattformen ab. Die sind auch dafür gemacht, Plattformen zu sein. Das sieht man denen ja schon an. Aber wir können mit diesen Elefanten als Plattform hier vorne in ein geheimes Seitengebiet gehen. Und hier haben wir diese komischen Unkrautpflänzchen, für die wir, glaube ich, die Trophäe kriegen sollten. Na gut, die Trophäe waren halt so nur so drei Blätter und hier haben wir richtige Blumen, also gut. Hier züchten wir jetzt also Blumen. Und das ist gar kein Aufgabenziel, das ist einfach nur mal wieder für ein paar, wofür auch sonst, violette Energiezellen. Kling, kling. Und gar nicht mal so viele vor allen Dingen. Aber sie fehlen einem, wenn man sie nicht einsammelt, logischerweise. Also machen wir es natürlich. Ah, mit der Hygiene lachen ist immer wieder ein Highlight. Ja, wie gesagt, wenn man immer wieder in kurzen Abständen lacht, kann man es tatsächlich schaffen, viele Gegner komplett bewegungsunfähig in einem permanenten Schadenslock zu halten. Was eine sehr witzige Fähigkeit im wahrsten Sinne des Wortes der Hygiene ist. Und ja, ne? Damit kann man auch die stärksten Gegner sehr schnell erledigen, sehr sicher erledigen. Vor allen Dingen, weil sich der grüne Balken dadurch so schnell wieder regeneriert, dass man es wirklich unendlich lange machen kann. Ja, das können wir allerdings in diesem Level noch nicht großartig demonstrieren, weil wir hier noch keine so starken Gegner haben, dass es wirklich sinnvoll wäre, das zu tun. Aber da kommen wir noch zu. Keine Angst, da kommen wir noch zu. Ja, jetzt können wir hier vorne auf dieses lustige Blatt springen, um hoch zu noch weiteren violetten Energiezellen zu kommen und zu der Level-Trophäe. Uhu. Und da vorne könnten wir uns nochmal die Bios der Hyäne angucken. Aber das will ich nicht wirklich. Die haben wir gerade eben erst gesehen. So, dann gucken wir mal, dass wir mit einem gezielten Sprung nach vorne drauf kommen. Dieser Sprung ist nicht ganz einfach. Jawohl, geschafft. Puh. Und Ring, wir haben es geschafft, alle violetten Energiezellen einzusammeln. Wir haben die Trophäe und wir haben alle Ziele erreicht. Das heißt, wir können uns runter zum Ausgang bewegen, wofür wir natürlich einen Piranha benutzen müssen. Was auch sonst. Leider können die Hyäne nicht tauchen. Ich weiß gar nicht, kann der Panzer denn? Ich glaube, der Panzer könnte da... Ach nee, Moment, der Panzer kann da nicht hin, weil der Panzer kann hier vorne diese kleine Erhöhung nicht hochfahren. Haha, der Panzer würde unter Wasser fahren, genauso wie die Ratten. So, und dann auf ins Ziel. Und... ja, irgendwie hatten wir da gerade einen kleinen Bildfehler. Und dann schläft. Naja, wir haben auf jeden Fall das Ziel erreicht. Da haben wir auf jeden Fall nichts Wichtiges verpasst, außer das Ziel zu erreichen. Ja, Buschtrommeln ist das nächste Level. Wunderbar, wunderbar. Ah, Buschtrommeln ist noch halbwegs machbar. Also bis zum nächsten Mal.